Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Quatsch, natürlich nicht Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue, sondern wir sind hier bei Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Und heute gibt es einfach schnell und lecker einen Karrefleischburger. Der Jörn zeigt euch gleich, was wir dafür brauchen. Ja, wie der Klaus gerade eben schon gesagt hat, heute Morgen zum Frühstück ein Kachelfleischburger. Die Zutaten sind ganz einfach. Hier habe ich 10 Stück Kachelfleisch. Die habe ich vom Jürgen David in Worms bekommen. Vielen Dank, Jürgen, dafür. Und würzen werden wir das Ganze mit der Pickwing Rub von Don Marco. Als andere Zutaten brauchen wir noch Ahornsirup, Bacon Jam, ein bisschen Käse und Burgerbrötchen. Die sind diesmal nicht selbst gebacken. Rezept für selbstgebackene Burger Buns blende ich euch oben einfach mal ein. Ansonsten, wenn die Zeit es nicht erlaubt, sind auch nicht selbstgemachte vollkommen in Ordnung. Und ich packe jetzt erstmal das Fleisch aus und dann machen wir weiter. Hier habe ich jetzt das Kachelfleisch mal ausgepackt. Für diejenigen, die das Kachelfleisch noch nicht kennen, man nennt es auch Kronfleisch. Und das sind wirklich so, ja, wirklich eigentlich total unschöne Stücke Fleisch, die aber unfassbar saftig und zart im Geschmack sind und auch relativ fettdurchsetzt. Wirklich super, super lecker. Wenn ihr also bei eurem Metzger die bekommen könnt, bestellt euch die mal, probiert die aus. Ihr werdet angenehm überrascht sein, sind auch wirklich sehr günstig. So, hier ist die Don Marco Pickwing Rub und davon werden wir jetzt einfach, ohne die einzuölen, ein bisschen was drüber geben. Ihr braucht da auch wirklich nicht viel. Es soll einfach nur so eine kleine Geschmacksschicht halt werden. Wirklich ganz sparsam drüber, ein bisschen andrücken. So, und dann würde ich sagen, heizen wir den Grill vor und dann geht's am Grill weiter. So, der Grill ist ordentlich vorgeheizt. Wenn das Kachelfleisch mit dem Rub versehen ist, zieht es natürlich nicht über eine Sizzle Zone oder einen extrem heißen Grill, sondern benutzt einfach ganz normal die normalen Brenner. Oder ihr nehmt einfach weniger Kohle, damit es nicht ganz so heiß ist. Sonst könnte der Rub verbrennen. Und hier ist das Kachelfleisch und das kommt jetzt auf den Grill. Jetzt grillt ihr es einfach von beiden Seiten einfach mal eine gute Minute an. Dann wird es gewechselt. Es soll noch gar nicht komplett durch sein, weil wir lassen es ja gleich noch dann ziehen im Grill. Und jetzt grillen wir es erstmal nur ganz normal an. Aber es riecht schon sehr, sehr lecker. So, Fleisch ist angegrillt. Ich drehe es mal gerade auf die andere Seite. So, das Fleisch ist fertig angegrillt. Das ist noch nicht durch. Soll es auch gar nicht, weil es soll noch ein bisschen ziehen. Diese Form kennt ihr wahrscheinlich, ne, aus einem schwedischen Möbelhaus. Und da ist eben so ein schöner Rost mit drin. Und da lege ich das Fleisch jetzt drauf. Und darin darf es jetzt noch ziehen. Und dafür stelle ich es in den Grill. Und werde es mit Ahornsirup bepinseln. Natürlich von Vorteil, wenn ihr da eine Schüssel drunter habt, weil der Ahornsirup ist ja sehr zuckerhaltig und würde euch sonst den ganzen Grill versauen. Und so habt ihr das einfach in der Form drin, die knallt ihr in die Spülmaschine und alles ist gut. So, und jetzt machen wir den Deckel zu und lassen das Kachelfleisch noch so ungefähr 5 Minuten ziehen und dann bauen wir den Burger zusammen. So, während unser Kachelfleisch jetzt gar zieht, habe ich hier schon mal die Burger Buns ausgepackt und hier die Bacon Jam. Wenn ihr die noch nicht kennt, Video blende ich euch hier oben ein, solltet ihr auf jeden Fall nachmachen.
Und ich werde jetzt die Unterseiten von den Buns werde ich jetzt mit Bacon Jam bestreichen. Nicht gerade sparsam. Und werde eine Scheibe Käse draufpacken. Dann kann ich schon mal in den Grill. Der Käse kann ein bisschen schmelzen. Das bereite ich jetzt mal vor und dann geht's weiter. So, also hier sind die Unterseiten von den Buns mit der Bacon Jam drauf. Und jetzt habe ich hier einen Monterey Jack Käse. Ihr könnt im Prinzip auch jeden anderen Käse nehmen. Oder ein Cheddar wäre zum Beispiel auch ganz schick gewesen. Einfach eine Scheibe drauf. So, und die legen wir jetzt auf den Grill. So, unser Kachelfleisch blubbert wunderschön vor sich hin. Und die Buns lege ich jetzt einfach mal hier oben auf den Warmhalterost. Und jetzt warten wir mal noch 5 Minuten und dann kann es losgehen. So schaut das Ganze jetzt aus. Ihr seht, der Käse schmilzt wunderbar hier runter. Und dann nehmen wir jetzt die Buns. Ich habe die Oberseiten auch nochmal mit auf den Grill gelegt, damit sie einfach mal ein bisschen warm werden. Bacon Jam natürlich dann auch noch ein bisschen weicher. Und jetzt nehmen wir mal das Kachelfleisch runter und schneiden es auf. So sieht das Kachelfleisch fertig aus. Ich hatte das zwischendrin mal noch gedreht und auch von der anderen Seite noch mit Ahornsirup eingepinselt. Vorsicht, diese Form ist knückerheiß. Und dann schneiden wir es jetzt mal auf. Ihr seht also, es ist innen drin noch richtig schön saftig. Das wird richtig, richtig gut. So, hier ist unsere Bun-Unterseite. Der Käse ist geschmolzen, hat sogar noch ein bisschen Farbe gekriegt. Und da kommt jetzt einfach dieses Kachelfleisch drauf. Wie der Klaus schon gesagt hat, einfach schnell und lecker. Ein kleines Frühstück um 10 Uhr morgens, genau die richtige Uhrzeit für sowas. Den Deckel drauf und das ist er. Unser kleiner Kachelfleisch-Frühstücksburger mit Bacon Jam. Und jetzt würde ich sagen, hauen wir mal rein. Ja, und da ist er fertig und wie ihr sehen könnt, ich habe heute zum Frühstück ein paar Freunde da. Die Sauerländer Barbecue und der Klaus von Klaus Grillt. Wenn ihr die Kanäle noch nicht kennt, ich blende sie euch hier ein. Geht mal hin, lasst ein Abo da. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Wir werden jetzt reinhauen. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen. Kann man machen. Geil. So könnte ich immer frühstücken. Bacon-Marmelade ist das neue große Ding, ohne Scheiß. Und dazu die Soße. Hammer.